Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Naja, das Wichtigste ist schon, gerade für den Nachwuchs, was wir schon besprochen haben, wenn das also irgendwann mal switchen sollte und wir die Stimmen aus dem Rechner kriegen, nicht? Dann ist für uns nicht mehr viel zu tun. Hast du da Angst vor oder nicht? Ich nicht mehr, nein. Aber, nicht mehr. Wie gesagt, das. Aber der Tipp an die Jugend ist, guck das so. Ja, ich weiß, man weiß ja nicht, wie es abläuft. Es ist aber, da darf man auch keine Angst haben, weil das ist ja in allen Bereichen so. Es ist, ob ich Taxifahrer bin, ein alter Taxifahrer, dem wird das auch wurscht sein. Ein Junger wird sagen, ja, was mache ich, wenn es also nachher selbstfahrende Autos gibt. Ich bin mit einem Uber eben hergekommen. Ja, also das oder neulich, das lief, glaube ich, auch durchs Fernsehen. In China, da war die erste Implantation eines Zahns, das hat ein Roboter gemacht. Und der Arzt, der Doktor oder Professor oder was auch immer, der hat nur noch zugeguckt, dass falls was sein sollte. Und ja, das ist so, das ist ja was Ähnliches. Ja. Oder was war neulich war, hieß es auch, dass die Flugzeuge im Grunde genommen nicht mehr von, ist ja jetzt schon, aber diese machen noch eine Menge, aber dass im Grunde genommen die Piloten nur noch dabei sitzen und das macht alles ein Rechner oder mehrere oder keine Ahnung. Ich glaube, die spannendste Frage an der Stelle ist, natürlich können wir deine Stimme klonen, aber kann man auch deine Kunst zu interpretieren klonen? Weil ja, eine Christian-Schulz-Stimme, wenn sie so rumnölt wie ich? Nein. Es ist halt wirklich die glaube ich, dass es das ist, dass es die Emotion ist, dass die ja, vermittelt wird mit der Stimme, mit der Sprache. Das, und ob die der Rechner so dann hinkriegt. Weil es gibt Aufnahmen, wo, ja, das kann man so sagen, wo selbst ich dann also, wenn das dann stimmt mit dem Bild und die Musik und ich dann das wirklich treffe, kriege ich fast eine Gänsehaut. Ne? Also das ist, dann weiß ich gleich, oh ja, das müsste eigentlich passen, da dürfte eigentlich jetzt keine Kritik kommen, dass wir das nochmal machen müssen. Ja. Das war auf dem Punkt. Ich glaube, viele Laien unterschätzen das total, weil wir kriegen zum Beispiel ganz oft die Frage gestellt, oh Mann, irgendwer sagt, ich habe so eine schöne, tiefe Stimme. Ich soll mich mal als Sprecher bewerben. Und so die erste Sache, die wir den Leuten mal sagen, ist, Schönheit ist eigentlich kein Faktor in der Stimme. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele bekannte Stimmen, die ich nicht als schön bezeichnen würde. Markant, beeindruckend, berührend, emotional. Aber ich sag mal, der tiefste, klarste Bass ist nicht immer das, was am meisten berührt, oder? Ja. Für mich ist es immer extrem toll, die Stimmen kennenzulernen und dann auch mit den Menschen zu reden. Ja, wir haben ja auch bis jetzt immer nur über Telefon. Wir haben bis jetzt nur über Telefon. Wir arbeiten seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren zusammen? Einige Jahre. Übers Telefon oder über Sessionlink oder, ja. Die Sachen mit Sessionlink. Ist es so, dass das auch dadurch, dass man heute technologisch sich besser connecten kann, eine Vereinfachung oder ist das eine Verkomplizierung, weil vielleicht auf einmal nicht mehr das klassische Tonstudio zur Verfügung steht? Es ist eine Vereinfachung und es ist, wenn man das nur betreiben würde, eine Vereinsamung. Ja. Weil das kann ich noch kurz erzählen. Ich habe angefangen, wir sind im Sommer immer in Korsika und da musste ich immer jedes Jahr nach Deutschland zu irgendwelchen Aufnahmen und das habe ich auch gerne gemacht, weil das ist okay, kein Problem. Und dann war ein Freund von mir, Tonmeister, der sagte, nimm doch ein Mikro mit und versuch das da zu machen. Und dann habe ich das angefangen und dann hat mir das so Spaß gemacht, das ist so ein bisschen meine elektrische Eisenbahn. Also früher haben die Männer eine Eisenbahn gehabt, ich habe jetzt so ein kleines Tonstudio und das macht Spaß. Und dann, mittlerweile gibt es ja über Internet, dass man sich verbinden kann. Zu der Zeit ging das halt nur über ISDN und da brauchte man so eine Kiste. Und also das war ein bisschen komplizierter, die ich mir sogar besorgt habe, nie angeschlossen habe, ganz bewusst, weil ich es nicht wollte. Weil es gibt Jobs, die kann man schon machen, also gar keine Frage. Aber ich gehe dann doch gerne ins Studio und sehe den Leuten in die Augen und die mir. Und das ist
schon feiner, als wenn man halt für sich alleine zu Hause, und das kann dir das nachher nochmal zeigen, was ich da hinten habe. Und deswegen, und dann bin ich drauf gekommen, so nach und nach, dass also mittlerweile ganz viele Kollegen ihre eigene Sprecherkabine zu Hause haben. Was mit Sicherheit eine feine Sache ist, aber auch zur Vereinsamung im Grunde genommen beiträgt. Ja. Ne? Weil man, früher ist man, ich gehe gerne in Studios. Herzlichen Dank auch für den netten Empfang. Spaß gemacht, war schön. Ich danke dir recht herzlich, Christian. Gespannt, wo es hingeht. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gehe auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.